Das ist für heute mein zweiter Ausschussbericht, diesmal aus dem Ausschuss Digitale Agenda. Da stand im Fokus der Bericht der Datenethikkommission, der erst vor kurzem der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. Die Datenethikkommission hat sich ziemlich lange und mit recht vielen Experten, übrigens fast halbe mit Männern und Frauen besetzt, das fiel mir auf, mit allen möglichen ethischen und moralischen Fragen rund um Daten in der digitalen Gesellschaft befasst. Dabei herausgekommen ist ein dicker, fetter Report mit 240 Seiten, die wahrscheinlich nicht viele Menschen lesen können. Aber es gibt auch das hier, eine Kurzfassung, die kann man runterladen. Den Link mache ich euch unten in die Kommentare. Und da kann man äußerst übersichtlich die wichtigsten Erkenntnisse, Beschlüsse und Empfehlungen der Datenethikkommission nachlesen. Untersucht haben die ihr Thema aus zwei verschiedenen Perspektiven, einmal aus der Datenperspektive und einmal aus einer algorithmischen Perspektive. Herausgekommen sind 75 Handlungsempfehlungen, die total interessant sind und an deren Anfang bestimmte Werterichtlinien gestellt worden sind. Die allererste, eigentlich gar nicht so überraschend und auf jeden Fall begrüßenswert, die Würde der Menschen soll geachtet werden. Es gibt auch andere Werte, die dort wichtig waren, zum Beispiel Solidarität, aber auch Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Dagegen ist selbstverständlich nichts zu sagen. Spannender wurde es dann, wenn man noch in die Details reinging, wenn man sich also anguckt, was für Handlungsempfehlungen gibt es denn im Bereich Daten. Richtig toll fand ich, dass klipp und klar die Datenethikkommission gesagt hat, Dateneigentum ist ein Konzept. Das wollen wir nicht. Das wird bestimmten Akteuren in der privaten Wirtschaft nicht gefallen. Zum Beispiel denen, die bei Autos die ganzen Daten sammeln und irgendwohin verkaufen wollen. Aber ich finde, es war eine gute Entscheidung, das so zu machen. Außerdem gibt es eine sehr starke Empfehlung für den ganzen Bereich Transparenz und Open Data. Und bei bestimmten großen Unternehmen wurde der Regierung sogar nahegelegt, darüber nachzudenken, Datenbestände zu vergesellschaften, beziehungsweise mit anderen Worten ausgedrückt, sie für gemeinwohlorientierte Nutzungen zur Verfügung zu stellen. Spannend fand ich auch, dass sich die Datenethikkommission mit dem Thema digitaler Nachlass befasst hat. Hier sieht sie Regelungsbedarf, denn natürlich können Menschen auch ein hohes Interesse daran haben, ihre Privatsphäre über den Tod hinaus und auch gegenüber eigenen engen Angehörigen zu schützen. Es wurde auch der Bundesregierung empfohlen, über Maßnahmen nachzudenken bzw. Maßnahmen zu entwickeln, die unethische Datennutzung verhindern. Dazu gehört alles Mögliche von Manipulationen bei demokratischen Wahlen, die nicht erwünscht ist. Dazu gehört auch bestimmte Login-Effekte, also dass man halt sehr schlecht einen Dienst wechseln kann. Dazu gehören auch sogenannte Dark Patterns, dass man also Menschen versucht, bei der Internetnutzung zu beeinflussen, dass sie sich in einer Weise verhalten, in der sie sich eigentlich gar nicht verhalten wollen. Gibt es ganz viele verschiedene Varianten, könnt ihr auf Wikipedia einfach mal nachgucken. Dark Pattern, sehr interessante Liste, die man dazu lesen kriegt. Ausführlich hat sich die Datenethikkommission mit der Risikobewertung algorithmischer Systeme befasst. Sie empfiehlt, dass die Bundesregierung ein einheitliches Schema entwickelt, nach dem alle möglichen Arten von Algorithmen in Bezug auf ihr Risiko bewertet werden können. Zum Beispiel, welchen Schaden können sie hervorrufen, wenn irgendwas an ihnen nicht funktioniert. Da gibt es ganz harmlose Dinge wie Postkorbsortierungen. Es gibt auch ganz wenig harmlose Dinge, die extrem schädlich sein können, wie autonome Waffensysteme. 5 Risikoklassen hat die Datenethikkommission definiert. Sie schreibt zum Beispiel Transparenzpflichten ab Stufe 2 vor, empfiehlt Zulassungsverpflichtungen ab Stufe 3 und bei der Stufe 5, wo es schwere Schäden für Individuen und Gesellschaft geben kann, wenn ein Algorithmus sich mal irrt, da empfiehlt sie ein teilweise oder vollständiges Verbot von Algorithmen. Eine große Debatte schon seit längerem war ja auch immer, wer haftet eigentlich, wenn ein Algorithmus Fehler macht? Hier empfiehlt die Datenethikkommission, Firmen haften für ihre Algorithmen, genauso wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie einen Fehler machen. Die Datenethikkommission empfiehlt auch, dass man wirksame Maßnahmen entwickelt, um einer gruppenbezogenen Diskriminierung vorzubeugen, denn selbstverständlich ist Diskriminierung nicht erwünscht und außerdem verletzt sie die Würde des Menschen. Das war natürlich eine extrem kurze Zusammenfassung von 240 Seiten Bericht der Datenethikkommission, aber ihr wisst ja jetzt, wo ihr den
langen und den kurzen Bericht findet. Gerade den kurzen kann ich euch sehr empfehlen. Guckt mal rein. Es ist wirklich interessant und spannend zu lesen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.